Wir müssen weiter. Wenn Sie uns helfen wollen, dürfen Sie sich uns gerne anschließen. Okay. Wir haben mit einem der Neulinge eine Trainingsübung durchgeführt, als wir durch die Supermutanten abgeschnitten wurden. Wir sahen ihn während des Angriffs weiter vorne in ein Gebäude fliehen, aber bevor wir zu ihm aufschließen konnten, wurden wir zurückgetrieben. Nachdem wir nun dieses Gebiet gesichert haben, können wir vorstoßen und versuchen, den Neuling zu retten. Ich hoffe nur, dass er unversehrt ist. Aha. Er hatte genug Training, um zu wissen, dass sein Bruder bei einer überwältigenden Überzahl an Gegnern am besten auf Verstärkung warten sollte. Ich habe den Verdacht, dass er in diesem Gebäude bis zum Ende kämpfen will. Aber ein Neuling kann sich gegen diese Mutanten nicht lange halten. Alles klar. Das ist typisch. Ihr Mist. Ja, 100 Kronkorken. Okay, wir könnten uns tatsächlich jetzt hier mit denen weiter arrangieren. Problem ist nur, ich habe zu viel Loot dabei. Ausgezeichnet. Wir werden langsam vorrücken, bis wir auf die Mutanten stoßen. Und danach werden wir das Gebiet vor dem Gebäude sichern. Warum seid ihr so ultra leise? Wenn wir Kontrolle gebracht haben, halten wir die Stellung und Sie holen den Neuling heraus. Dann verlassen Sie beide das Gebäude. Sie werden Ihren Lohn bekommen, sobald der Neuling lebendig wieder bei uns ist. Rücken wir also aus. Alles klar. Ja, oh wow. Gut, hallo und herzlich willkommen zu Fallout 3. Ihr seht, Gewicht ist nicht gerade so gut. Okay, wir können noch ein bisschen was fressen. Hier so Maulwurfsrattenfleisch, Nuka-Cola, Red Kakerlakenfleisch. Da haben wir schon ein paar Gewicht weniger. Ich habe nämlich, also die leben beide jetzt noch. Vorher lebte ja nur einer. Und ja, irgendwie, ja, leben beide. Bald. Das ist halt. Da ist sogar tatsächlich noch ein Supermutant, dann gehe ich da nicht hin. Okay, dann machen wir, dann folge ich jetzt einfach den Paladinen. Guck mal, da hinten sind sie schon am Ballern. Ich hoffe halt immer noch, dass zumindest einer von denen stirbt. Aber der eine hatte ja sogar einen Namen. Ja. So, es leben auch noch beide. Machen die schon fertig, ne? Also ist schon crazy. Das ist Paladin Hoss. Der ist nicht mehr so gut dran. Oh oh. Ich will da weggehen. Ja. Ich wusste es. Und der Paladin ist tot. Du hast gerade. Er hat gerade seinen Chef gekillt. Das ist unfassbar. Er hat einfach gerade seinen scheiß Chef gekillt. Was ist das für ein Typ, ey? Na, ich weiß, das mit dem Sturmgewehr gerade war nicht so geil, aber naja. Ja, haben wir noch irgendwas zum, ja. So. Er hat einfach gerade seinen Chef gekillt. Aber wo ist der Chef? Da liegt er. Paladin Hoss. Holomarke der Sternenbruderschaft. Und Power Helm und Power Rüstung der Bruderschaft. Und Raketenwerfer. Wir sind geringfügig überlastet. Ja. Da muss ich reingehen. Warum ist der nicht gestorben? Der hat sogar weniger Leben. Ja, warum bist du nicht gestorben? Du hast einfach den Chef gekillt, ey. Bewegung, Ödländer. Ja, du hast deinen Chef gekillt. Dir ist das vielleicht nicht bewusst, aber du hast den Chef gekillt. Du hast den Chef gekillt. Ja. Toll. Ich würde mal sagen,
Wir haben hier eine geile Mülltonne, ne? Und da kann man doch ganz sicher so eine geile Powerrüstung ablegen. Ne? Das ist doch super. So. Haben wir noch Waffen irgendwie? Wir haben so viele Kampfflinten, Alter. Okay, eine Jagdflinte kann ich noch reparieren. Dann geht da auch schon mal ein bisschen weniger Gewicht, ne? Ich lege einfach mal eine gute Jagdflinte hier rein. So, die zwei Jagdflinten. Dann reparieren wir noch hier die... Reicht das vom Gewicht? 228. Hm. Wir haben noch eine Kernspaltungsbatterie. Ja, komm. Dann können wir die noch wegtun. So. Dann haben wir 218. Ja. Speichern. Und machen eine Schnellreise. Ich mache mal hier eine Wegmarkierung. Hier kann man nicht zum Metro Falls Church reisen. Wir wollen nach Megaton. Wir helfen denen natürlich, aber erstmal müssen wir verkaufen. Und Sachen ablagern. Ich hasse sowas eigentlich immer so quick. Ja, nicht quick time events, sondern eher so generell quick events. Die einfach so random kommen. Hasse ich. Weil dann musst du immer so, oh nein, jetzt muss ich hier, ne? Jetzt muss ich hier, obwohl ich jetzt schon voll mit Loot bin, muss ich jetzt hier, hallo? Ja. Muss ich jetzt, Papa da... Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. What the fuck? Ich kann's kaum erwarten zu... Nein. Ja, dann lass mich noch... Mann, die bringt mich voll aus dem Konzept, wenn die hier so zwischendurch reden. Bist voll gelootet und musst dann noch ein Event mitmachen, obwohl du eigentlich nach Hause gehen wolltest. So. Meine Güte. Okay, was kann ich dir verkaufen? Das hier... Kann ich dir eigentlich tatsächlich auch verkaufen, tatsächlich, eine 10 mm. Bleirohr kommt weg, die Impulsgranaten behalte ich, die Jagdflinte, kann ich die eigentlich auch verkaufen, ne? Kampfflinte behalte ich, Alter, die ist am Arsch, ey, die muss unbedingt repariert werden. Laserpistole behalte ich, die Messer können weg, der Raketenwerfer, ich behalte den mal, weil der echt nicht viel wert ist. Splitterminen, alle. Sturmgewehr, Trennmesser ist schon, macht schon Damage, ne, also von, also 19... Ich behalte das vielleicht mal. Vielleicht behalte ich mir das selber. Die Scheißrüstung kann weg. Den Rest behalten wir, würde ich mal sagen. Nimm die Laborkittel und sowas, muss ich auch noch wegtun. Ameisennektar, weg. Blutpaket, weg. Buffout, weg. Feuerameisennektar, keine Ahnung. 5 weg. Die anderen 5 lagere ich ein. So, was hast du für Waffen? Lasergewehr. Moin. Splittergranate. Könnte man tatsächlich mal kaufen. Die hatten auch ein Trennmesser. BTF. Kampfrüstung hat sie. Gönne ich mir, glaube ich. Dann kann ich meine reparieren und habe doch die andere auf Reserve. Stimpex 10, alles klar. Weißt du was? Gib mir die mal alle. Sonstiges, hast du nichts Interessantes? Munition ist noch wichtig. Okay, du hast keine Munition. Dann kann ich dir ja auch weiterhin Scheiß verkaufen. Jet, Medex, Mentats, Psycho, Whisky. So. Altmetall behalte ich, Cherry Bomb weg. Holomarken behalten auf jeden Fall. Metro-Ticket auch. Sensormodule. Machen wir schon mal so. Gute Jagd. Dann reparierst du mir noch mal was. Und zwar meine geile Vampirklinge. Meine Kampfrüstung kannst du noch reparieren. Ah, mein chinesisches Sturmgewehr nicht. Die Magnum
wäre eigentlich interessant. Laserpistole ist mir zu viel, aber die muss auf jeden Fall. Raketenwerfer. Ich glaube, ich mache die Magnum auch mal. Und dann kann ich dir noch mehr verkaufen. Na, Stange Zigaretten, dann kriege ich wieder mein Geld zurück. Weil das ist immer geil, dass das dann hier auch mit reinfließt. So. Gut. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Hier Gleisnägel. Weg damit. Mikrofusionszellen will ich eigentlich auch verkaufen, aber lassen wir mal. Brauchst du halt nicht. Ja. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt nichts mehr unbedingt. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Ich behalte mal eins. Ach, warte, was? Komm, scheiß drauf. Alles weg. Wird schon nicht so wichtig sein. So. Gute Jagd. Hallo. Hallo. Tschüss. The fuck? Haben wir eigentlich eine Strahlenvergiftung? Ich weiß es gerade gar nicht. 180. Ja, wir sollten mal right away gehen. Sollten mal ein Right Away gönnen. So. Ah, Licht. Aber ich bin sehr froh, dass wir diese Ameisensicht bekommen haben. Dadurch bleibt mir erspart, dass ich Wahrnehmung irgendwann nochmal trainieren hätte müssen. Weil Stärke, okay. Kann man natürlich machen. Aber, muss man halt nicht, ne? So. Sonstiges. Ich tue das Altmetall erstmal hier rein. Ne, die Holomarke kommt auch hier rein. Der Rest bleibt erstmal so. Sonst, die Quantum kommt noch rein. Und das war's dann, glaube ich. Ja. Es gibt also ein paar Sachen, die ich dann behalten will trotzdem. Hier zum Beispiel die Magnum. Die würde ich gerne mitnehmen hier. Dann kann ich die reparieren. Zwei chinesische Sturmgewehre ist natürlich geil. Dann kann ich nämlich das normale Sturmgewehr wegpacken. Wie gesagt, Heckenschützengewehr können wir auch mitnehmen. Eine Laserpistole wäre auch interessant, aber haben wir eh nicht so viel Muni, deswegen bleibt die sowieso hier. Dann, ich lasse die Impulsgranaten auch mal hier drin, weil ich die aktuell nicht brauchen kann. Die 10mm kommt natürlich mit. Ja, ich nehme das Trennmesser mal mit. Die Vampirklinge hätte ich halt auch gerne noch weiterhin mit, weil es trotzdem auch geil ist. So, und dann kommt noch Rüstung. Wir brauchen... Boah, der bringt Wissenschaft 10 sogar. Dann brauche ich nicht mehr den hier. Das üble Nachtzeug macht Sprache plus 10 und Glück plus 1. Kann man vielleicht gebrauchen in Situationen, wo man ein bisschen mehr Sprache braucht. Der Umgebungsanzug, der bleibt hier. Und ja, dann würde ich halt den hier mitnehmen. Den Laborkittel. Dann habe ich Wissenschaft plus 10 und habe einen Strahlenresistenzanzug trotzdem noch. Hier habe ich meinen Dietrich und Reparieren plus 5. Obwohl ich das eigentlich nicht mehr brauche, ne? Ich habe ja Dietrich 50, ne? Das würde sich jetzt nur lohnen, wenn ich Dietrich 70 hätte. Das heißt, der kann hier bleiben. Und Reparieren plus 5 brauche ich jetzt. Ah, doch, brauche ich. Ich muss ja noch in diese Höhle einmal gehen. Doch, doch, doch. Und Sprache plus 10 ist halt geil, ne? Das gibt es normalerweise nämlich nicht, dass man solche großen Stats hat. Genau wie hier Wissenschaft plus 10. Das sind schon legendäre Items, so gesehen. So, die Rüstung repariere ich natürlich gleich. Machen wir sofort. Hier kriege ich 9% plus 2. Und hier kriege ich 10% plus 2. Dann mache ich noch die hier. Dann kann ich die auch anziehen. Hui. So, Waffen haben wir natürlich auch jetzt ultra viele dabei. Wir reparieren mal mit dem hier. Das lasse ich. Das halte ich auf Reserve. Weil wir haben ja nicht mehr, wir haben ja kein normales Sturmgewehr mehr. Und wir haben auch nicht mehr viel Muni, sehe ich gerade. Jagdflinten kriegen wir noch genug. Kampfflinte haben wir reparieren lassen. Brauchen wir auch nochmal Muni für. Der Raketenwerfer. Fuck, den habe ich ja fast vergessen. Hier, der kommt natürlich zurück. Ja, die Splittergranate holen wir mit.
Ja, dann haben wir, sind wir erstmal gut ausgerüstet. Nochmal die Magnum reparieren. So, weil die macht auch schönen Schaden. Ich weiß nur noch nicht, auf welche Taste ich die lege. Auf der 2 habe ich die Jagdflinte, auf der 3 habe ich die Klinge, dann auf die 4. Die Magnum, die 44er auf die 4. Und die macht auch echt Damage, ey. Und die sieht halt auch geil aus. Und die ist so geil, oh ja. Ja. So, und dann machen wir Reise. Falls Church. Let's go. Dann sind wir wieder hier. So, hatten wir noch was hier in den Dings abgelegt? Nee. Wir hatten alles mitgenommen. Ja, dann können wir auch nach da hinten latschen. Zum Ort des Geschehens. So, wir brauchen unbedingt noch 5,56 Muni. Das ist die Kampfflinte. Die Jagdflinte sollten wir nutzen. Davon haben wir am meisten Schuss aktuell. Boah, ich hasse das so sehr, auf die Munition achten zu müssen, ne? Aber die fressen halt die Muni einfach weg von mir. Tja, Paladin. Boah, hier liegt noch dein Arm mit der Rüstung. So, hallo Mülltonne. Hallo Jagdflinte, hallo Kernspaltungsbatterie, hallo Powerrüstung. Geil. So. Könnt ihr die jetzt noch ablegen gegen die Powerrüstung? Wäre das schlau? Wäre schlau, ja. Auf jeden Fall. Weil ich weiß nicht, die wiegt halt 50 Kilo. Das ist so, wie wenn du das Add-on oder die Fähigkeit starker Rücken hast. Das zieht die einfach komplett weg. So, die Jagdflinten sind mir ja egal. Die können ruhig mit. Aber Powerrüstung kommt mal hier rein. So. 131 ist doch schon viel angenehmer. Und außerdem, die Schnellreise geht so schnell. Müssen nur noch mal... Oh. Ey, Stange Zigaretten, auch noch viel Geld. Schön. Wir hätten jetzt noch da hinten hingehen können. Da war noch so ein... Medizinkasten. Weil die Paladine haben nicht gegen die Viecher da ganz hinten gekämpft, tatsächlich. Das fand ich ein bisschen, ja, komisch, aber hey, kann ich nichts für. Das ist deren Schuld. So. Wir gehen jetzt hier rein. Oh. Wait. So. Und jetzt haben wir hier... Nur kurz was nachgucken. Ja, ja. Toll. Wir sind der Paladin-Unterstützungstrupp. Wie uns die Tür immer wegbämst. Ah, hier hing so eine Keule. Okay. Es war eine gute Idee, glaube ich, die Powerrüstung wegzubringen.
möchte den Header verpassen. Hi. Okay, wir brauchen eine andere Taktik. Chinesisches, ja. Muss sein, ne? Ich hab keine Muni mehr. Es war klar, dass das irgendwann passiert. Kampflinte kann ich jetzt noch probieren. Oder Trennmesser. Trennmesser macht auch Damage. Wait, hab ich meine Arme geheilt? Nur ein scheiß Sturmgewehr. Er hatte nicht mal ein chinesisches. Zeit für die Magnum. Dafür habe ich mir die gegönnt. Dafür habe ich die Reparatur bezahlt. Hagelbrett kannst du hier in den Arsch schieben. Fucking Bärenfalle. Leute, die sind safe. Ich mach mal Licht an. Nice. Ein paar Kronis. 100 Kronis. Oh Gott. Ja, meine Kampflinte will ich eigentlich nicht so sehr nutzen, weil die halt nur für Ultra-Gegner gedacht ist. Die wirklich echt schwierig sind. Und stimmt, ich muss immer noch zu diesem einen Tunnel zurück, um die Falle zu entschärfen. Ich muss immer noch zurück, um diese Falle zu entschärfen. Hallo Typ. Oh geil. Trinkbrunnen. Für 5 Red, ganz ehrlich, gönn mir. Das mache ich immer gerne eigentlich, weil 5 Red für 24 TP, das ist richtig geil. Besser als der Rest immer so. Okay. Hier ist nix. Neuling Pack. Hatte eine Kampfrüstung dabei. Das ist gar nicht so scheiße, ne? Geil. Das ist doch schon mal was. Die Jagdfinde können wir noch reparieren. Tja, der Neuling ist down. Ob der Typ draußen noch lebt. Tschüss. Bewegung, Ödländer. Weitergehen. Ich kann leider nichts für dich tun. Ich glaube, ich hätte hier zu ihm gemusst, aber er ist halt tot. Und deswegen, erübrigt sich eigentlich diese Mission. Aber es ist keine richtige Mission, es ist nur so ein Nebending. So.
Güterbahnhof Meresti. Ja, da will ich rein. Kümmern Sie sich einfach nur um Ihre eigenen Angelegenheiten, ja? Wo bin ich denn hier? Oh nein. Ihr scheiß Köter, ne? Ihr wollt's aber auch wirklich wissen, ne? Tschüss. So, ich will mir noch die Kampfflinte holen gehen. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ich hab's immer wieder gesagt, ah, wir müssen noch die eine Kampfflinte holen gehen. Ach, das ist der Baby-Sprengwagen. Lol. Der wurde irgendwie failig resettet. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Kampfflinte war. Nicht genau. Ich muss sowieso noch zu Vans. Hier ist er. Warte, habe ich den nicht so... Kann ich... Ah, ne. Ich habe für Reparieren auf 40, ne? Ja. Endlich. Ich muss sowieso zu Vans noch. Kampfflinte hinzugefügt. 10 Fusionszellen. 4 Schrotdrohnen. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie mal eine Weile keinen Sonnenlicht sehen. Nice. Schön, dass wir eine Kampfflinte noch dazu bekommen haben. Brauchen wir nur noch Schrotpatrons. Weil Kampfflinte ist meine Main Weapon vom gesamten Spiel. Die ist einfach damage-technisch das ultimativste. Sind wir also wie Stadt genannt wird. Der in den das schrecklichen Schlupfwinkel der Vampire zurückgekehrt ist. Klar. Die Familie. Es ist immer ein Vergnügen. Ja, ja. Arefo hat ihr angenommen Angebot. Angenommen Angebot, ja. Ich wusste, dass sie uns in gutem Glauben als Botschafter dienen würden. Ich werde unverzüglich Alan als ihren Wächter nach Arefu schicken, um meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ihre Bemühungen übertreffen die eines gewöhnlichen Menschen. In der Tat habe ich fast das Gefühl, dass sie zu uns gehören. Wenn sie jemals mehr über uns erfahren möchten, müssen sie einfach nur fragen. Können Sie mich in die Kunst der Vampire einweisen? Speichern. Na, sieh mal einer an. Es ist immer ein Vergnügen. Vampirismus ist eine Lebensaufgabe. Man erreicht ihn nicht durch Worte, sondern durch den eigenen Willen und aufrichtige Meditation. Aha. Leider kann ich sie nicht vollständig zu einem von uns machen, aber ich kann sie lehren, wie uns das Lebensblut anderer regenerative Kräfte verleiht. Da ihr Körper nicht dafür ausgestattet ist, so wie wir Blut aufzunehmen, müssen Sie zu Ihrer Ernährung alternative Quellen finden. Trinken Sie kräftig von dem Blut und verschütten Sie keinen einzigen Tropfen. Fühlen Sie, wie sich die Wärme in Ihnen ausbreitet. Sie werden eins mit der Lebenskraft eines anderen, der einen Teil von sich selbst an Sie weitergibt. Für einen kurzen Moment werden beide Wesen eins. Lassen Sie beim Trinken des Bluts die Gefühle durch Ihren Körper strömen. Spüren Sie, wie sie es mächtiger und stärker macht. Sobald Sie diese Tat vollbracht haben, werden Sie wissen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Extra Blutfresser hinzugefügt. Wenn Sie es weiß sein, haben Sie dazu befähigt, durch den Verzehr von Blutpaketen 20 GP, weiß es nicht, TP, wiederzuerlangen. Ja. Wer wieder da ist. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch Blutpakete snacken. Aber ich habe das jetzt einfach nur als extra mitgenommen. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also ja. Ich speichere das mal. Ach, das ist Karma verloren. Gut.
Dann brauche ich das nicht zu hacken. Zu Brian Wilkes zurückkehren. Das machen wir jetzt. Ja, tschüss, ihr Leute. Oh, das kann ich jetzt nutzen. Also, könnte ich nutzen. Ich will noch deine Waffe haben irgendwann. Ich kann mir die noch irgendwann holen. Schau mal eine an. Hey, willkommen zurück. Ja, ciao. So, der wird jetzt als Wache agieren. Ist doch geil. Nein, ich will einfach nur weg von hier, Typ. Ich wollte mir die Kampfflinte holen, das war der einzige Grund eigentlich. So, gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und Süße!